Step 3 im Multiscreen. Wir sind dem Deinitialisierer auf der Spur. Irgendwie muss es ja funktionieren, dass, wenn wir diesen View verlassen, auch unser Deinit aufgerufen wird. Also, Storyboard-Programmierung. Ach, wie hübsch, dass er die immer anders darstellt. Storyboard-Programmierung. Indem ich von einem View zum nächsten, beispielsweise hier mit Klick auf einen Button, wechsle und immer sage Show, Show, Show. Das funktioniert nicht. Da bauen wir Memory Leaks auf ohne Ende, Speicherlöcher. Also nehmen wir diese automatische Aktion, unseren Segway hinter dem Button hier raus und werden von unserem Orange View stattdessen mal eine Action machen hinter dem Button, die dafür sorgt, dass unser oranger View Controller verschwindet. Klingt unheimlich spannend. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Gehen wir doch in den Assistant Editor und ihr seht übrigens die View Controller Szene, die angeklickt wird. Der entsprechende Quelltext wird geladen. Ne, hier unser View-Controller. Klicke ich den anderen an, wird auch der andere Quelltext geöffnet. Super sexy, was Xcode da leistet. Ganz ehrlich, ist wirklich nett. Pink View ist unser Button und wir ziehen jetzt einfach hier herüber eine Action und wir nennen die Pink View Button Touch up in Zeit. Wir sind mal super höflich. Descriptive in unserer Methodenbeschreibung ist eigentlich sehr gewünscht bei Apple. Man möchte, dass also man von dem Methodennamen wirklich auf den Inhalt schließen kann. Darf ich euch auch nur sehr empfehlen, denn irgendwann schaut ihr 3 Wochen später mal wieder an einem Projekt vorbei. Und wenn dann alles heißt, Button A presst, Button B presst und dann ist das Storyboard nicht so klar, dann weiß man gar nicht, um was es denn geht. Gut, hier für unsere Beispiele alles ein bisschen unwichtig, aber trotzdem, man darf ja mal drüber reden. So, Pink View Button Touch Up Inside. Wir wollen eben nicht über ein Segway wieder den Pink View aufrufen, den Segway hatten wir gelöscht, sondern wir wollen mit uns als Orange View Controller mal was machen. Was könnten wir denn mit uns anstellen? Wir könnten uns doch mal dismissen. Und zwar animiert wollen wir uns dismissen. Und die Completion wäre ein erstes Closure. Wow, was ist das denn? Ja, würde heißen, wenn der Controller dismissed wird, dass in dem Moment, wo das geschehen ist, noch ein bestimmter Quelltext aufgerufen werden kann. Naja, nicht ein Quelltext, sondern das, was der Compiler draus gemacht hat. Ein Stück Code. Als ein Closure ist also ein Stück Code, was aufgerufen wird, wenn eben irgendwas passiert. Sieht super spannend aus und ist auch spannend, ist auch ein wichtiges Konzept für die iPhone-Programmierung. Schiebe ich aber auf den nächsten, Achtung, Swift-Block, denn hier brauchen wir es nicht. Ja, was gebe ich denn an, wenn ich was nicht brauche in Swift? Da gebe ich dann so etwas an wie ein Nil. Not in List, ja, früher aus der Lisp-Programmierung. Irgendwie hat sich das wohl durchgesetzt. In Objective-C oder C war es Null. Hier heißt es Nil. Und was es genau macht, spielt auch jetzt nicht, wie es genau heißt, spielt auch wirklich nicht die Rolle. Wichtig ist das, was passiert, wenn ich den Pink-View-Button Touch-Up inside. So, und wir rufen eine Methode auf, die übrigens ja wo definiert sein muss? In unserem View-Controller, oder? Weil, erinnert ihr euch noch? Unser Quader hat einfach die Methode Fläche aufgerufen. Woher kam die denn? Naja, weil der Quader ein Rechteck extended hat, hatte er Zugriff auf die Methode Fläche. Oder dann zum Schluss auf die Stored Property, die Calculated Property. Wenn ich jetzt in einem Orange View Controller einfach so aus der Luft eine Methode aufrufe, ja, dann muss die irgendwo definiert sein und zwar in der Superclass und das können wir uns auch anschauen. Hier rechte Maustaste, Jump to Definition. Ich habe euch gesagt, dass ich euch das mindestens 100-mal erkläre und 1000-mal zeige, weil ich möchte, dass ihr mit Jump to Definition euch durch den Apple Quelltext Header wühlt. Und wir
wir sehen tatsächlich, wo landen wir. Wir landen im UI-Kit in der Klasse UI-View-Controller in der Methode dismiss. Ja, und da wieder Kommentare dazu und seit welcher iOS-Version es das gibt und so weiter. Also, ich kann die Methode dismiss aufrufen, weil sie im UI-View-Controller drinsteckt, weil das die Klasse ist, die wir hier extenden. Denkt immer an den Quader und das Rechteck, so einfach war das. Animated True, ja, ich möchte gerne, dass das Ding auch wieder animiert verschwindet. Ihr habt vielleicht gesehen, der View-Controller, der Orange, der kam so von unten eingefahren. Dann soll er jetzt gefälligst doch wieder nach unten rausfahren. Completion, nee, wir haben keinen Code, keine Methode, die aufgerufen werden soll, wenn es passiert ist. Boah, lange geredet, spannende Geschichte. Lass mal doch mal gucken, was passiert denn jetzt, wenn wir unsere App ausführen? Hohoho. Ja, Building Multiscreen App, Launching, Attaching to iPhone 7 Plus. Zack, da sind wir. Ist ja ein Traum. Ist ja ein Traum. So, da kommt unser erster View Controller. Leute, es tut mir auch in den Augen weh. Ich hätte ihn besser weiß gelassen. Ich gebe es ja zu. Wir gehen auf den Orange View. Aha, den Burschen kennen wir schon. Console Output, View did load im Orange View Controller. Wir klicken auf den Button Pink View. Wow, wir sind auf dem Pink View, aber viel wichtiger, der D-Init wurde aufgerufen. Leute, wir haben unser Memory-Problem im Griff. Unser Orange View Controller verpisst sich, Entschuldigung, dermaßen, dass er komplett deinitialisiert wird und damit auch ganz klar komplett aus dem Speicher raus ist. Nochmal Orange View, View did load und tschüss, dann ist er weg und der deinit wird aufgerufen. Wie sieht unser Storyboard aus? Relativ einfach. Wir haben hier einen Button, wenn wir ihn klicken, wird dieser Segway zum Orange View gemacht und hier hinter unserem Orange View haben wir ein Stück Code und wenn der Button hier geklickt wird, wird eben der entsprechende Code ausgeführt. Ja, hier haben wir unseren Segway, den kann ich auch gerne mal anklicken und wir könnten ja mal schauen, ob wir hier ein paar... machen wir ein anderes Mal. Ja, Spannung, auch hier gibt's noch tolle Sachen, aber das Ziel ist erreicht. Multiscreen, wir kommen von einem Screen zum anderen und mit erheblichem Programmieraufwand können wir den auch wieder kaputt machen und kommen zurück. Jetzt schauen wir uns nochmal an, ob denn das auch in irgendeiner Art und Weise animiert war. Und jetzt zeige ich euch einen weiteren Trick beim Simulator. Ja, in jedem Video eine Perle. Schaut doch im Simulator mal auf Debug und da gibt es sowas wie Slow Animations. Slow Animations sind nun eingeschaltet, sagt die Konsole. Dann klicken wir mal Orange View. Ah, und da kommt der Orange View von unten hoch. Wunderbar. Und dann klicken wir auf Pink View und geht unser Pink View auch wieder animiert zurück. So, und jetzt können wir im Orange View auch nochmal in Dismiss gehen. Nur der Vollständigkeit halber Animated False. Wir wollen jetzt einmal nicht animiert den Rückschritt machen. Ich gönne mir das, ja, 7 Minuten habe ich gesprengt, aber verdammt, das ist doch spannend, was wir hier machen. Da bleibt man doch wohl dran, oder? Ach, guckt mal hier, wie der View kommt. Ach, animiert ist toll. So, Orange View, er kommt animiert herein und ich drücke unseren Pink View Button und schwupp, weg ist er. Tja, war eben nicht mehr animiert, der Rückbau. Sieht blöd aus, bauen wir es auch wieder zurück. Animiert ist immer schön. Wozu haben wir denn ein iPhone? Wow. Und jetzt ist das alles? So muss ich das immer machen? Nee, geht viel einfacher, viel schöner. Apple hatte an uns gedacht und tolle Sachen im Petto. Schauen wir uns im nächsten Video an.